In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Armlochbeleg erstellst und einnähst. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Makerist Easy DIY. Ich bin Nine von Ilari. Und ich zeige dir heute, wie du anhand des Schnittmusters Fernanda von La Bavarese aus dem Mantel eine Weste nähen kannst mit Armbeleg und Futter. Der Winter kommt. Okay, jetzt erstmal der Herbst, aber es wird kalt. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, dass ich aus unserem Wollstrick-Melange mir eine Weste nähe. Dafür habe ich das Schnittmuster Fernanda von La Bavarese genommen. Das ist für einen Mantel gedacht, aber daraus habe ich mir eine Weste genäht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir in diesem Video. Passend zum Video hat Anja von La Bavarese 10% Rabatt auf den Schnitt gewährt. Und das für eine Woche. Den Link zu dem Schnitt und zu allen Materialien findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Meine Weste habe ich aus unserem Wollstrick-Melange in Kaschmir genäht. Der ist nicht nur unfassbar warm, sondern so richtig weich im Griff. Also er wirkt richtig, richtig hochwertig und macht sich in meiner Weste perfekt, wie ich finde, oder? Das Schnittmuster Fernanda ist eigentlich ein Mantel. Ich wollte ihn aber ohne Arme haben, also als Weste. Und damit das auch richtig funktioniert, habe ich mir einen Beleg für das Armloch erstellt, das ich dann auch mit dem Futter zusammen vernähe. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt im DIY-Teil. Dafür braucht ihr ein Handmaß, einen Stift, etwas Papier extra, eine Papierschere und später zum Zuschneiden natürlich eine Stoffschere und den Stoff. Anfangen werden wir aber mit dem Schnittmuster. Da das unfassbar lang ist, lege ich mir das mal halb unter den Tisch und zeige euch das hier. Der Beleg soll ungefähr 5 cm sein. Das ist eine ganz gute Breite. Man sagt, zwischen 4 und 6 cm ist eine gute Breite für einen Beleg. Und diesen werde ich jetzt einzeichnen. Das Schnittmuster hat schon eine Nahtzugabe von 1 cm und deswegen werde ich an der zweiten Linie anfangen. Mein Beleg soll 5 cm sein und deswegen werde ich mir jetzt ab dieser zweiten Linie 5 cm einzeichnen. Und zwar über die ganze Rundung immer mal wieder hier so einen Punkt setzen. Und dann verbinde ich mir meine Punkte miteinander. So, jetzt habe ich mir meinen Beleg für das Rückteil eingezeichnet und das übertrage ich mir jetzt auf ein Stück Papier. Mein DIN A4-Blatt reicht gerade so, was ein Glück. Und ich weiß, ihr seht es sehr, sehr schlecht. Ich auch nicht, aber hier werde ich jetzt quasi meinen eingezeichneten Beleg einmal abpausen. Komplett diesen Bereich und auch dieses hier. Dabei übertrage ich mir auch die Knipse, das sind nicht alle, damit ich den Beleg nachher schön einpassen kann. Natürlich beschriften. Und so habe ich meinen Beleg für das Rückteil. Hier ist schon 1 cm Nahtzugabe enthalten. Und da ich den Beleg an das Futter nähen werde, werde ich hier auch nochmal 1 cm Nahtzugabe hinzufügen. Da ich das aus dem Futterteil wieder rausnehmen werde. Und ich schneide mir jetzt meinen Beleg ohne die extra Nahtzugabe einmal aus. Und nun übertrage ich mir den Beleg für das Rückteil auf mein Futterrückteil. Hier kommt am Ende 1 cm Nahtzugabe hinzu und hier kommt auch 1 cm Nahtzugabe nach außen. Und schneide nun an der Nahtzugabenlinie das Schnittmuster aus, damit nachher alle Teile perfekt zusammenpassen. Das hier schmeiße ich nicht weg, sondern bewahre es auf und klebe es mir später mit Tesafilm hier wieder fest, falls ich den Mantel mit Ärmel nähen will und nicht als Weste. Das Ganze mache ich genauso mit dem Vorderteil. Und nun schneide ich mir alles nach meinen Schnittteilen zu. Nun schneide ich mir die beiden Belegteile aus. Da ich diese aber verstärken werde, schneide ich sie erst etwas anders zu, und zwar so. Ich werde mir den Stoff jetzt erst einmal von hinten verstärken und dann erst zuschneiden. Denn es kann passieren, wenn du dir den Stoff von hinten bebügelst, dass er sich etwas verzieht. Und das wäre natürlich blöd, wenn wir das Schnittmuster schon ausgeschnitten haben und es nachher so aussieht. Oder so, oder so, oder so. So, jetzt habe ich alles zugeschnitten. Ich habe bei dem Futterrückteil und dem Futtervorderteil den Beleg ausgeschnitten mit 1 cm Nahtzugabe. Die Belege habe ich zugeschnitten mit 1 cm Nahtzugabe. Und nun nehme ich das an die Seite und werde mir meinen Außenmantel und meinen Futtermantel nach dem Schnittmuster zusammennähen. Und sobald es wieder an den Beleg geht, nehme ich euch wieder mit. Alles andere findet ihr in dem Schnittmuster und auch auf YouTube.
So, weiter geht's. Ich habe den Außenmantel schon komplett fertig genäht, bis auf die Ärmel. Und das Futter habe ich natürlich auch einzeln fertig genäht. Das heißt, mein Futter ist schon fertig und mein Außenmantel ist fertig. Also gehen wir jetzt weiter an den Nähplatz. Da sind wir. Ich habe hier meine Belege für das Rückteil und das Vorderteil und meinen Mantel. Als erstes nehme ich mir meine beiden Belege, lege jeweils Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts aufeinander, stecke mir die geraden Kanten zusammen, oben und unten, und schließe die Nähte mit 1 cm Nahtzugabe mit einem Geradstich. Bügel dir deine Nahtzugaben schön platt auseinander. Jetzt nehme ich mir meinen Mantel und mein Armloch. Wende dir deinen Beleg so, dass er rechts auf rechts liegt, und stecke ihn dir rechts auf rechts an deinen Armausschnitt. Der längere Beleg ist das Rückteil, das kürzere Beleg gehört an das Vorderteil. Achte darauf, dass die Nähte aufeinandertreffen. Stecke dir dann einmal rundherum deinen Beleg an deinem Armausschnitt fest. Wenn alles festgesteckt ist, mit der Nähmaschine und 1 cm Nahtzugabe den Beleg an deinem Armausschnitt festnähen. Achte beim Nähen darauf, dass sich hier auch keine Falten bilden, die du dann mit festnähst, sondern lege beim Nähen nochmal einmal schön alles glatt. So, nachdem ich mir beide Belege in meine Armkugeln eingenäht habe, schneide ich mir meine Nahtzugabe noch an den Rundungen immer so mit 1,5 cm Abstand ein, damit sich die Rundung des Ärmels nachher besser legt. Danach schlage ich mir meinen Beleg nach innen und bügel mir die eben gesetzte Naht noch einmal schön. Und wenn du magst, kannst du dir das auch von außen noch einmal absteppen. So, jetzt nähe ich mir das Futter in meinen Mantel ein. Dafür lege ich mir den Mantel einmal so offen vor mich hin, nehme mir mein Futter und lege es mir rechts auf rechts. Warte, so soll es rein, aber rechts auf rechts an diese offene Kante. Das heißt, ich fange hier an zu stecken und somit stecke ich mir dann mein Futter rundherum an meinem Beleg fest. Also der Beleg, der an der vorderen Jacke ist, nicht mein Ärmelbeleg. Wie du das genau machst, das findest du auch in der Anleitung von La Bavarese im Video. Jetzt, wo das Futter drin ist und der Beleg auch, werden wir jetzt den Beleg des Außenstoffes und das Futter miteinander verbinden. Dafür nehme ich mir das Futter und mein Beleg und lege es rechts auf rechts aufeinander und stecke es mir hier quasi so fest. Seht ihr, dass die Nahtzugabe nach innen liegt? Und dann stecke ich mir das Ganze fest. Ich mache das erst einmal an den Punkten, wo die Nähte sind. Du kannst dir die 1 cm Nahtzugabe auch einmal umbügeln, dann lässt es sich noch leichter stecken. Das ist ein bisschen fummelig, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt nehmen wir uns mit einem Geradstich Futter und den Beleg zusammen. Das natürlich auf beiden Seiten. So, jetzt ist unser Beleg in unserem Ärmel drin. Diesen kannst du dir, wenn du magst, auch noch einmal feststeppen. Dafür einmal ordentlich alles hinlegen und dann von außen einmal feststeppen, damit dir hier auch nichts rausrutscht. Oder du lässt es so, das mache ich nämlich. Und nun werde ich den Mantel, wie im Schnittmuster angegeben, fertig säumen, mir noch ein Bindeband für meine Taille machen und dann ist mein Mantel auch eine Weste. Dann ist auch meine Weste fertig. Tada! Ist mein Mantel fast fertig. Also er ist fertig, um ihn euch zu zeigen. Dennoch muss ich ihn noch komplett fertig säumen bzw. mit Schrägband die offenen Kanten vernähen. Das habe ich jetzt vor dem Videoende nicht ganz geschafft, aber ich möchte mir dafür auch Zeit nehmen, dass es wirklich schön und perfekt wird. Und als Schrägband habe ich wieder mein Leo-Band verwendet, was ich schon öfter in Projekten verwendet habe, denn ich liebe Leo und dieses Schrägband. Ich glaube, ich muss mir davon noch ein paar Meter sichern. Auch habe ich aus dem Mantel nicht nur eine Weste gemacht, nein, ich habe auch die Taschenbeutel in meine Seitennaht gesetzt und keine Paspeltaschen gemacht, sodass die Taschen sehr unauffällig sind. Zusätzlich habe ich hier auf Knöpfe und Knopflöcher verzichtet und habe mir ein Gürtelband genäht. Dazu brauche ich natürlich auch Gürtelschlaufen, die sitzen über meinen Eingriffstaschen in der Seitennaht. Dennoch habe ich mir Knöpfe bestellt, die ich so als Fake-Knöpfe nachher noch auf meinen Mantel nähen will. Das sind diese wunderschönen goldenen. Meinst du, ich sollte sie noch drauf nähen oder doch weglassen, damit die Weste so richtig schön clean ist? Ja, wie ihr seht, der Mantel ist noch nicht ganz fertig. Ich muss noch so ein, zwei kleine Details dran ändern. Aber trotzdem ist er jetzt schon so schön, dass ich ihn auf jeden Fall gleich ausführen werde. Und ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu hier bist, abonniere auf jeden Fall den Kanal und drück die Glocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Und ich sage jetzt erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
wie du dir einen Armlochbeleg bestellst. Wie du dir einen Armlochbeleg bestellst.